Servus, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Shelly, Smart Home. Ich hoffe, es hat mich nicht beleidigt über meine Meinung, aber es ist halt einfach meine Meinung. Viel Spaß bei dem Video. Der Hundstrich verschissene Scheiß. Mei, das ist kein Smart Home. Das ist ein Mist, sondern das gleiche. Ich habe in einem früheren Video den Shelly 1 verbaut und habe den da in mein Büro eingebaut. App und so weiter, ich habe das alles gezeigt. Das funktioniert auch wunderbar. Auf dieses Video haben schon ganz viele Kommentare gekommen, weil da kann man ja ganz viel Hand dagegen. Das ist alles sinnlos, Smart Home braucht man nicht. Die andere Fraktion, ja, unbedingt, das ist das Wichtigste auf der Welt. Dann kommen die Spezialisten, die App ist eine Scheiße, aber grundsätzlich ist gut, das kann man dann über irgendwelche anderen Geschichten drüber fahren und iOBroker und so weiter. Um das geht es mir gar nicht. Ich habe jetzt da den Shelly RGBW. Dann habe ich mir das einmal angeschaut und es ist ja so, ich sehe das Ganze natürlich aus der Sicht von einer Elektrofirma, von einer Fachkraft und dazu noch aus der Sicht vom Inhaber einer Firma. Das heißt, ich muss ja das zeigen, kann man das verkaufen und so weiter. Ansonsten, die Produkte, die ich normalerweise kenne, haben entweder normale SPS, Siemens Logo und so weiter, Comexio Smart Home oder auch KNX, auch das Loxon System, obwohl das Comexio und das Loxon haben ja sowieso SPS Programmierungen. Werden grafisch programmiert, habe eine Oberfläche. Ich muss jetzt da einfach einmal eine Stellungnahme abgeben, weil da so viel, das ist das Shelly, das zeigt der normale Shelly, der normale WLAN-Schalter, glaube ich, Switch, sagt man ja da, der kostet unter 10 Euro. Die Produkte sind unwahrscheinlich günstig, ja, Punkt, stimmt. Die haben aber nicht für Firmen gebaut worden. Die sind für einen Endverbraucher, für einen Bastler, für einen Heimwerker gebaut worden. Und der, da spielt es nämlich keine Rolle, ob er da 20 Stunden da sitzt und irgendwelche Szenen erstellen möchte, ob er irgendwie probiert, weil mit Android, mit Android funktioniert es relativ gut, in die App zu integrieren, mit iOS ist schwierig, da muss man dann das WLAN umschalten, aber um das geht es mir gar nicht. Das sind keine Dinge, die eine Elektrofirma draus tun würde. Das ist die Ausfallquote, das ist viel zu hoch, dann hängt es sich wieder auf. Jetzt mal, wenn ich das bei einem Kunden einbauen darf, der würde dann anrufen und da muss wieder einer kommen. Das gehört aber dann zum kostenlosen Support irgendwo dazu. Das ist unmöglich. Auch die Stunden. Erstens einmal bei einem Produkt, das für mich genauso billig oder teuer ist wie für einen Endkunden. Wie soll ich da irgendwo eine Marge drauf haben? Und überhaupt, was für eine Marge? Auf ein 10-Euro-Produkt, was soll ich da, wenn ich für das Ding 9 Euro irgendwas, keine Ahnung, selbst wenn ich es brutal super billig kriege und ich kriege es für 6 Euro, für was soll ich es dann verkaufen? Für 60 Euro. Und dann sagt der Kunde, du bist ja nicht ganz sauber. Rein nur mit den Stunden, was heißt ja mit den Stunden. Leute, wenn ich einen Monteur hinschicke und für den Monteur, meinetwegen, ich sage jetzt einfach nur eine Zahl, 50 Euro, 55 Euro in der Stunde verlange, dieser Monteur, der das kann, der kostet ja mit, der möchte selber einen Stundenlohn von 25 Euro, dann kostet ja mit 50 Euro. Wenn er 25, da bin ich Kosten. Mit den ganzen Ausfällen, Krankheiten, Krankentage, die er sich nimmt, Urlaube, die er sich nimmt, Sachen, die verbockt werden, die vergessen werden, wo ein Name hinfahren muss, Werkzeugverschleiß, Fahrzeugverschleiß, die ganzen Dinge, wenn ich das alles in der Kalkulation mit einfließen lasse, kostet mir der Monteur das Doppelte wieder verdient. Jetzt, wenn der 25 Euro möchte, kostet er mir ungefähr 50 Euro. Was soll ich beim Kunden verlangen? Wegen 5 oder 8 Euro irgendwo, wie soll da irgendwas finanziert werden? Also, ich weiß nicht, wer das da in die Kommentare geschrieben hat, aber der lebt in einer verkehrten Welt. Ich habe ja das System nicht so gemacht. Mir war das anders auch lieber, wenn wir nicht so viele Lohnnebenkosten hätten. Die haben wir aber. Kann ich nicht ändern. Also nochmal. Das mag seine Berechtigung haben für den, der irgendwie daheim dann basteln kann, der sich da, keine Ahnung,
TCP-IP-Protokolle schreibt und umeinander durch und umeinander. Das ist ja für mich so interessant. Ich muss eine sichere Geschichte bauen können, muss die Hardware technisch überprüfen können, muss dann eine saubere Programmierung haben, am besten mit einer SD-Karte und so weiter einspielen, einmal durchprogrammieren, eventuell ein Feintuning nach 4 Wochen oder was machen, wenn es um irgendwelche Raumtemperaturcontroller, die Gradeinheiten, nach 4 Wochen nochmal ein Kundentermin. Und dann muss das Zeug laufen, das muss selbstständig laufen. Wenn der Kunde irgendwas versteht, es muss irgendein Backup geben, das ich dann wieder drauf tue und dann geht das wieder. Irgendein ein Ist-Zustand herstellen, egal was der andere umeinander tut. Das ist bei den Geschichten einfach alles nicht gegeben. Freilich funktioniert das, bis auf die paar Aufhänger und Sachen, und das ist auch vielseitig. Ich habe da einen super guten RGBW. Schon allein die Ansteuerung, wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, das Zeug ist ja gebaut für den Schalter rein. Den RGBW, das ist ja da genauso gebaut, den kann ich ja nicht in den Schalter rein machen, ich brauche da eine 12 Volt Spannungsversorgung. Das muss zwischengeschaltet werden auf einen Schalter dann. Ja gut, dann muss ich halt das da hinbauen, wo ich den Stripe habe. Ja, aber da, wo ich den Stripe hinbaue, habe ich dann keine Leitung zum Schalter nicht hin. Also das ist ja, Leute, das ist alles ein Krampf. Das ist ja, wenn ich selbst mache, dann tue ich halt dann gleich irgendeine Ocean-Lösung oder irgendwas hernehmen oder eine richtige Funklösung. Aber das, seid so nicht besser. Das ist für einen Bastler, der wo daheim ein wenig Spiele macht, der wo Stunden keine Rollen spielt, der wo für den das sein eigenes Hobby ist, der irgendein Haus, vollkommen egal. Das ist ein Unding. Wenn ich heim irgendwo, das machen wir ständig, an ein Smart Home, an eine Automatisierung, zum Beispiel eine Sauna oder Pool oder was auch immer, anschließend, das muss ich ja hinten und Füßen haben. Da mag ich ja nicht ständig einer irgendwas nachjustieren, umprogrammieren. Das ist leid. Ich glaube, bei ganz vielen ist das Thema Smart Home sowieso an einem vorbeigegangen. Weil Smart Home bedeutet ja nicht, dass ich LED-Streifen am Handy farblich verändern kann. Das ist ja ein lächerlicher Mist. Smart Home bedeutet, dass das Haus allein intelligent wird, sich selbst steuert. Das heißt, ich muss gar nichts tun. Das funktioniert, wenn ich aufsperre, hat das Haus gekriegt, dann schon mal eine Anwesenheitsnotiz, wer mit welchem Schlüssel aufgesperrt hat oder mit welcher Fernbedienung oder Fingerabdruck und nachdem seine Dinge wird hergerichtet. Ja, das ist der Herr des Hauses. Wenn der Herr des Hauses kommt, geht die eingestellte Raumtemperatur um 2 Grad runter. Da müssen die Jalousien müssen alleine über ein Astro-Programm oder Zeit oder was auch immer man halt will, von alleine, komplett alleine funktionieren. Auch die Fußbodenheizung, das muss alleine funktionieren. Die Videoüberwachung in Räumen, eine Art Grundbeleuchtung mit Präsenzmelder, entweder dann über eine Sprachsteuerung oder irgendwo ein Display, über irgendwelche Bedienelemente dann Szene noch hinzufügen. Aber grundsätzlich muss das alleine funktionieren, wenn ich einen Schritt auf Treppe mache. Muss die Treppenbeleuchtung angehen, wenn ich dann da weg bin, muss das Oberlicht voll neu ausgehen. Nur dann ist das smart. Wenn ich ständig, also nochmal, viel verwechselt ist, die meinen, das Wort Smart Home bedeutet, man muss das mit dem Smartphone bedienen. Das ist ein Schmarrn. Nochmal, die Geschichten sind für einen wirklich wunderbar. Ich habe mir das angeschaut, es ist geil, wenn das Zeug blau leuchtet. Super, Wahnsinn, wenn man da hindrückt, dann geht das Licht da halt hinaus und an. Traumhaft, das, wirklich, aber Leute, das ist ja nichts, das hat ja nichts mit professionellem Einsatz zu tun. Das ist ja seine Steuerung, entweder ich habe eine Zentralsteuerung, dann gehört das sauber auf Hutschin in Verteilung ein, oder ich habe dann direkt ein Bussystem, ein KNX oder irgendwas, wobei da dann ja auch ganz viel in der Verteilung von Haus aus schon drin ist. Ich meine, man steuert ja Trollo, dann die Leitungen zieht man ja dann direkt dahin. Ich sage jetzt einmal, wenn ich halt einen großen Raum habe, wo in Essen Küche zusammenhängt, dann habe ich da drin einen einzigen Schalter, mit dem kann ich auf- und abfahren. Wenn ich es halt zur Beschattung nutze, habe ich natürlich jetzt im Wintergartenbereich vielleicht noch mal separate Schalter, aber da ist schon wieder so, da könnte ich dann schon wieder über einen Glastaster, Display-Taster die Gruppen, dass ich im Haus in der Steuerung sage, komplette Südseite, Beschattung auf 70% oder irgendwas.
Wenn es die Raffstores haben, die außen dran haben, über einen Windwächter, Regensensor, stellweise einen Eissensor, einen Frostwächter, weil wenn die das nicht zusammenpicken und das vereisen, weil dann reißen sie runter, ist für den Motor wieder ein Drama. Das hat nichts mit Smart Home zu tun, sondern das hat etwas mit Basteln zu tun. Das sind Bastellösungen. Ich weiß, ich werde mich jetzt bei vielen unbeliebt machen, aber ich habe das noch nicht gesagt. Übrigens habe ich gerade eine Weltklasse Seite im Internet gefunden. Das ist eine kostenlose Seite. Da kann man sich mal wirklich über die Hintergründe eines Smart Homes wirklich informieren. Ich hau die unten in die Beschreibung ein. Für den ambitionierten Heimwerker, Bastler, der sich das machen macht, super, kostengünstig, der kann da um stundenlang und kann da mit dem Handy spielen, das ist wunderbar. Ich tue ja das auch nicht minimieren. Ich meine, das wurde entwickelt von irgendeiner, wie heißt die, Robotics-Firma. Das ist wahrscheinlich aus der Entwicklung von der Roboter-Geschichte, ist das irgendwie überblieben, haben sie sich gedacht, da könnten sie noch ein bestimmtes Publikum noch ansprechen. Aber das hat nichts damit zu tun mit Firmen, die explizit für Smart Home Lösungen suchen. Viele werden jetzt sagen, das Schelle ist für Nachrüster. Ja, alles klar. Nachrüster, das mit Schelle 1, das hat ja wunderbar geglaubt, habe ich erzählt. Aber was hat denn das mit Nachrüster zu tun? Wenn, dann müssen die das in Schalter einbauen können, wenn ich da eine fünfadrige Leitung irgendwo hier habe und dann müsste das Teil groß genug sein oder ein Netzteil noch irgendwie mit dabei haben, ist mir klar, das funktioniert da drin dann wieder nicht. Aber dann hat es auch nichts mit Nachrüsten zu tun, weil da muss ich wieder irgendwie umeinander basteln. Wie gesagt, von anderen Firmen funktioniert das dann über eine Funklösung, in Ocean oder sonst irgendwas, da habe ich die Problematik einfach nicht. Natürlich ist das nicht zum Vergleichen. Aber ich will jetzt ein für alle Mal damit aufräumen. Ich habe das jetzt schon dreimal erwähnt und jetzt sage ich es abschließend das letzte Mal. Das mag seine Berechtigung haben. Überhaupt keine Frage. Hat ja auch jeder aufblasbare Pool, Planschbecken, wie ich selber dann auch für meine Kinder draus gehabt habe, das ist und bleibt halt ein Planschbecken. Das hat nichts mit einem eingemauerten Swimmingpool, der irgendwelche Gegenstromanlagen, Springbrunnenfunktion, Salzwasserelektrolyse und weiß der Geier was hat. Also es gibt auch da einfach Hobby, Bastellösungen oder professionelle Lösungen. Und ich in meiner Funktion als Inhaber einer Firma, Elektromeister, ich kann nicht mit irgendwelchen Bastellösungen irgendwo aufschlagen. Ich weiß, ich kriege tagtäglich E-Mails, die haben das und das, möchten gern, ob ich da mit Jelly vielleicht irgendwas vorstellen kann. Nein, kann ich nicht, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Die Bastellösungen, das ist Katastrophe. Also, Leute, es tut mir leid, dass ich das abschließend so sagen mag oder muss. Viele haben mich um meine Meinung gebeten. Ich habe mich wieder noch mal hergesetzt und habe das wieder noch mal irgendwie probiert. Natürlich bringe ich das zum Leichten. Ist ja klar, gell? Natürlich bringe ich es auch irgendwie in die Shelly-App ein. Aber was habe ich dann davon, wenn ich es dann in der Shelly-App habe? Ich habe ja gesagt, Smart Home heißt nicht mit Smartphone bedienen. Also das ist ja uninteressant. Leute, hat es mir nicht besser, lasst euch nicht verarschen, wer was Neues baut und Smart Home sich anschaffen will, soll sich bitte mit der Materie befassen und nicht mit der Materie befassen, nicht mit den Produkten befassen. Wenn ich mich mit der Materie auskenne, dann stellt sich die Frage irgendwann nach dem Produkt, so wie da jetzt, sowieso nicht mehr. Weil dann findet man für sich selber ein oder zwei verschiedene Systeme, die hervorragend geeignet sind und die reichen dann. Die haben dann auch erweiterbar. Wobei ich sagen muss, alles muss ja nicht automatisch gehen. Da hat es einmal ein bisschen nachdenken, ob wirklich ein alles automatisch gehen muss. Weiß ich nicht, in der heiligen Zeit, auch gerade in der heiligen Zeit, ja, da dürfen jetzt der Shelly natürlich boomen wie die Sau, gell? Weil wenn ein totaler Shutdown ist und die Leute daheim haben, dann haben sie Zeit zum Spielen. Ich persönlich bin kein so großer Freund vom Spiele, ich mag da lieber andere Sachen machen. Also, hat's meine Beste, lasst euch nicht verarschen, bis zum nächsten Mal, für euch, Servus.